In den 1980er Jahren, könnt ihr euch zurückerinnern, einige müssten dies noch ungefähr kennen, wann das gewesen ist, gab es hier in der Schweiz ein Phänomen oder Begebenheiten, die seltsam waren. Zwei Frauen, junge Frauen, Studentinnen der Juristik, sind unterwegs mit dem Auto Richtung Bern zum Seminar. Und fahren mit dem Auto Autobahn und entdecken dann im frühen Abend auf der Autobahn eine Frau rumlaufen. Irrt irgendwie da rum, mitten auf der Autobahn. Halten an auf dem Seitenstreifen und fragen die Frau, ob sie nicht mitkommen will. Wäre ja nicht gerade sicher, auf der Autobahn runterzulaufen. Sie würden sie mitnehmen zum nächsten Rasthof. Und die Frau steigt ein, lässt sich mitnehmen und fängt an zu erzählen. Komische Geschichten. Und sie fahren weiter. Und irgendwie wollen sie nachfragen, ja sag mal, wie verhält sich das? Und drehen sich um und die Frau ist weg. Aus dem fahrenden Auto verschwunden. Ich würde die Geschichte nicht erzählen, wenn es nicht mehrfach passiert wäre. Ihr könnt es nachschlagen in den News. Es ist immer noch im Internet vorhanden, die Geschichte. Ich habe mich gefragt, ja sag mal, wenn das jetzt, wenn Jesus bei uns so erscheinen würde, mitten in unserem Leben, hast du dich das mal gefragt? Du gehst ins Büro, morgen früh, Montagmorgen, bist im Büro und um 10 ist Nünipause, alle hocken zusammen, trinken einen Kaffee und plötzlich kommt Jesus da rein, steht im Raum und erzählt euch von der Größe Gottes. Wäre schon komisch, ne? Wäre schräg. Ich habe mir das immer wieder mal vorgestellt. Wie wäre das, wenn Jesus so einfach so in mein Leben heute hineinträte? So als junger Christ habe ich mir die Frage öfter gestellt. Ich habe im Großraumbüro arbeiten müssen. Das ist so die Legebatterie der Office-Leute. Ne, da hast du dann so 50 Leute auf kleinem Raum mit dem Schreibtisch. Und was wäre jetzt, wenn wir jetzt Nünipause haben und Jesus kommt plötzlich da rein und fängt an, Königreich Gottes zu erzählen? Spannende Frage. Denk das mal durch. Wie reagierst du? Wie reagieren deine Kollegen? Das ist so eine Was-wäre-wenn-Geschichte, die finde ich hochinteressant. In der Bibel steht auch so eine Geschichte drin. Da ist es den Jüngern ähnlich ergangen. In der Bibel steht es unter Johannes 20, 19. Es war aber am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal steht Jesus in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite und als die Jünger das sahen, wurden sie sehr froh. Jesus ist plötzlich im Raum, bei ihnen, bei den Jüngern, gibt sich zu erkennen, dass sie auch wirklich wissen, er ist es. Spannend, spannende Überlegung. Er konnte aber auch genauso wieder verschwinden. Also wir lesen das bei den Emmaus-Jüngern, in Lukas 24, 30. Als er mit den Jüngern, mit den Emmaus-Jüngern am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da erkannten sie ihn, an dem, wie er das Brot bricht und wie er es austeilt, erkennen sie ihn. Doch im selben Augenblick war weg. Er verschwand. Spannend, ne? Jesus hat die Fähigkeit besessen, zu erscheinen und zu verschwinden nach der Auferstehung. Und daraus ist dann bei mir so der Gedanke geworden, was wäre das, wenn das heute passiert? Wenn Jesus plötzlich so in meinem Leben auftauchen würde, mal einfach so, mittendrin. Oder ich meine, du gehst morgen früh in eine Migros-Wocheneinkauf machen und plötzlich steht da irgend so ein Typ zwischen den Regalen und fängt an zu predigen. Befremdlich, komisch. Aber eine wichtige Überlegung, Freunde, wir kommen da gleich drauf. Eine wichtige Überlegung.
Weil als Jesus das mit bei den Jüngern gemacht hat, da hat er öffentlich Königreich Gottes erklärt und danach zu einem gesagt, komm jetzt mit, wir gehen. Hast du schon mal gedacht, was, wenn Jesus dir sagt, komm jetzt einfach mal mit? Er kommt einfach ins Büro rein, trinkt mit dir einen Kaffee, erzählt von der Größe Gottes und sagt dann, komm mit, jetzt gehen wir zusammen. Als junger Christ habe ich da viel drüber nachgedacht, so über, wie war das wohl für die Jünger damals, wenn Jesus an den See kommt und ihnen sagt, komm mit. Das ist ja schon echt skurril ein bisschen auch, kam es mir vor. Dass der dann dem Simon sagen kann, du, ich gehe jetzt hier, ne? Und du kommst mit. Und Simon hat eine Firma gehabt, mindestens 3 Angestellte, Kleinunternehmer, gehörte zu den etwas wohlhabenden und jungen Männern im Boot und ein lukratives Unternehmen. Und er sagt dem, komm jetzt mit. Einfach alles zurücklassen. Ich versorge meine Frau, meine Schwiegermutter, vielleicht hatten sie sogar Kinder schon. Ich bin für die zuständig. Da kommen ja sofort alle Fragen. Wenn Jesus sagt, komm mit, ja, was ist denn dann mit meinem Leben? Was kommt denn dann eigentlich? Gucken wir uns das mal im biblischen Bericht genauer an, dann verstehen wir, wie das zusammenhängt auch. Steht alles im Lukas 4 ab 31. Jesus geht hinunter nach Kapernaum, von seiner Heimatstadt an den See runter. Kapernaum heißt übersetzt Fischdorf, weil es war das Dorf der Fischer. Kapernaum. Einer Stadt in Galiläa am Galiläischen Meer und sprach dort am Sabbat. Und das war möglich. Bei denen am Sabbat konnte in der Synagoge Gäste ein Wort an die Gemeinde richten. Ein Wort des Grußes oder was auch immer. Die Leute dort, die Menschen dort waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er redete mit Vollmacht. In der Synagoge war auch ein Mann, der einen bösen Geist hatte, einen Dämon. Er schrie mit lauter Stimme, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Schweig, befahl Jesus, verlass diesen Mann. Da warf der Dämon den Mann mitten in der Synagoge zu Boden und verließ ihn, ohne dass sie ihm noch etwas antun konnten. Furcht und Staunen ergriff alle und sie sagten alle zueinander, was ist das für eine Vollmacht und Kraft, die sein Wort hat. Er befiehlt den bösen Geistern auszufahren und sie fahren aus. Bald gab es in der Gegend keinen Ort mehr, in dem man nicht von Jesus sprach. Von der Synagoge aus, an dem Sonntag, ging Jesus dann in das Haus des Simon. Es ist 2 Häuser weiter, ich habe es gesehen. Und es war, also ich war, wir waren da, die Mauern, die Fundamente von dem Haus von Simons Schwiegermutter stehen noch. Und die Synagoge-Fundamente stehen auch noch. Und das ist 2 Häuser auseinander. Also wenn da steht, Jesus ist von der Synagoge zum Haus von Simon, dann waren das 50 Meter vielleicht. Aber nicht weiter. Und er ist dann halt in das Haus gegangen. Seine Schwiegermutter hatte hohes Fieber und man bat Jesus, ihr zu helfen. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie, befahl dem Fieber, sie zu verlassen. Das Fieber verschwand und sofort stand sie auf und sorgte für das Wohl Jesu und seiner Begleiter. Als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus. Menschen mit verschiedensten Leiden. Er legte den Einzelnen von ihnen die Hände auf und heilte sie. Von vielen fuhren auch Dämonen aus, diese schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus trat ihnen mit Nachdruck entgegen und verbot ihnen, darüber zu reden, denn sie wussten, dass er der Messias war. Dann machen wir einen kleinen Sprung. Eines Tages dann stand Jesus am See Genezareth, wieder in Kapernaum. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort hören. Da sah er 2 Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen.
Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: Fahr jetzt hinaus auf die See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete: Meister, wir haben die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern in anderen Booten, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war ein Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Genauso erging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon auf Fischfang waren. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt wirst du Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote ein Land und ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Die Geschichte ist, ich habe es extra lang erzählt. Sie zogen die Boote an Land, das heißt, sie beendeten ihr Business, ihr Geschäft, sagten: Stopp jetzt. Und gingen mit Jesus und verließen die Stadt. Sie schlossen sich ihm an. Diese Berufung der ersten Jünger hat eine Vorgeschichte. Deswegen habe ich so viel vorgelesen. Die Berufung der Jünger hat eine Vorgeschichte. Sie haben erst erkannt, wer Jesus ist. Er ist der Messias, er ist der Gottessohn, er hat die Vollmacht. Sie haben all das gesehen. Und dann sagt Jesus: Komm mit. Dann sagt Jesus: Komm mit. Jesus hat sie eingeladen, als sie bereits im Glauben waren. Sie glaubten, dass er der Gottessohn ist, der Messias. Sie glaubten. Und dann Tage später kommt Jesus zu ihnen und sagt: Jetzt komm mit, jetzt gehen wir los. Und ich möchte das wirklich heute Morgen so ein bisschen gegenüberstellen: den Glauben und die Jüngerschaft. Es ist nicht das Gleiche automatisch. Es ist nicht perfekt dasselbe. Und ich nehme das mal jetzt auch bewusst mit in dein Leben hinein. Vielleicht weißt du, Jesus ist der Gottessohn, Jesus ist der Messias, er ist der Gesalbte, der Retter der Welt. Und dieser Glaube rettet dich zum ewigen Leben. Deswegen, weil du diese Überzeugung hast, deswegen bist du gerettet zum ewigen Leben. So sagt es die Schrift. Und dann kommt Jesus, das ist wie ein zweiter Schritt: Komm jetzt mit. Das sind zwei Dinge, die schon noch separat sind. Ich möchte einen so einen Vers mal darüber stellen. Steht im Johannes 3,18. Jüngerschaft bedeutet für mich dieser Vers: Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das ist so einer von diesen Versen, die man kauen muss. Das ist, ich würde mal fast sagen, zähes Fleisch. Das ist Jüngerschaft. Freunde. Wir können an der Geschichte der ersten Jünger erkennen, dass zum Glauben an Jesus kommen und in die Jüngerschaft hineintreten Dinge sind, wo das eine erst geschieht und dann das andere kommt. Es waren damals sehr, sehr viele Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Man denkt zurück an die Geschichte mit dem Speisenvermehrung. Tausende haben erkannt,
welche Vollmacht er von Gott hat, dieser Jesus, dass er der Messias ist, und sie wollen ihn ja zum König machen, weil sie genau das sehen. Tausende. Aber sie waren nicht Jünger. Sie sind lediglich zum Glauben gekommen. Und das ist auch gut so. Aber sie waren nicht Jünger. Es ist ein Unterschied, ob man gläubig ist oder ob man Jünger ist. Und das ist auch heute noch so. Ich behaupte, es sind viele Menschen, die sind gläubig. Sie glauben, dass der Jesus gelebt hat, dass der etwas Extraordinäres hat. Die glauben, dass er vielleicht sogar der Messias ist und der Sohn Gottes und so. Aber es hat, deshalb sind sie nicht Jünger. Auch heute noch ist das das Gleiche. Und das ist wirklich wichtig zu verstehen. Die Errettung zum ewigen Leben haben alle die, die im Glauben kommen und anerkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sagt er selber. Johannes 11, 25 sagt Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er stirbt. Und das ist gut so. Aber Jesus möchte für unser aller Leben etwas anderes. Er möchte, dass wir Jünger sind. Und er hat die Anweisung dazu hinterlassen. Er hat gesagt: Macht jeden Menschen zu Jüngern. Matthäus 28, das ist eine Stelle, die wir alle kennen. Matthäus 28, am Ende: Macht alle Menschen zu Jüngern. Er wollte nicht, dass die Menschen einfach nur beim Glauben stecken bleiben, sondern dass sie in die Jüngerschaft hineintreten. Und das ist genau dieser Vers, den ich eben gezeigt habe. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen. Aber woher er kommt, wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Denn man kann heute im 21. Jahrhundert wirklich Jesus nachfolgen. Also für alle die, die das noch nie gehört haben. Man kann heute im 21. Jahrhundert dem lebendigen Jesus nachfolgen. Und zwar nicht seiner Idee nachfolgen, nicht dieser ganzen Lebensphilosophie nachfolgen. Das ist kein Gedankengebäude und das ist nichts Statisches, sondern dieser Jesus lebt. Lebendig unter uns. Und wir können ihm gehen, hinterher. Und ich habe für mich in jungen Jahren entschieden, ich will da sein, wo Jesus ist. Und ich habe es zum Teil ausprobiert, um festzustellen, ist er da mehr als hier? Und bin dann dahin gefahren, um nachzugucken. Man kann dem lebendigen, auferstandenen Christus im 21. Jahrhundert hinterher gehen. Das ist das, was wir versuchen zu vermitteln. Das ist genau das, was wir weitergeben möchten. Es ist möglich, Jüngerschaft lebendig heute zu praktizieren. Darum geht es um den Heiligen Geist. Wir folgen Jesus in dem Heiligen Geist. Und ein Jünger kann man daran erkennen, dass er immer am Fragen bleibt. Er hat immer diese Dauerfrage: Ist das jetzt dran oder eher das? Oder bewege ich mich vielleicht gar nicht? Er ist der Fragende. Ein Jünger ist ein Fragender, weil er möchte da sein, wo Jesus ist. Und ihm hinterhergehen hat viel mit diesem Gespür zu tun, mit dem Wissen. Das ist etwas ganz Lebendiges. Und deswegen die Frage heute Morgen: Kommst du mit? Wenn Jesus in dein Büro tritt, kommst du mit? Und bei uns, wir leben im 21. Jahrhundert, kommen dann sofort alle möglichen Punkte natürlich. Ah, ich habe Kinder, ein Haus, ich muss versorgen und ernähren. Wir leben in Gebundenheiten. Sagen wir es doch mal, wie ehrlich es ist, auch ich. Wir leben in Gebundenheiten, alle. Aber es ist eine spannende
Denkaufgabe mal, sich zu fragen, was wäre, wenn Jesus in mein Leben hineintritt und mir so die Hand entgegenstreckt und sagt, komm doch mal mit. Und ich würde gerne mal einigen heute Morgen zurufen, mach's endlich. Mach's endlich. Es wird Zeit. Bleib nicht in dem Ideengebäude hängen, sondern fang doch mal an, das praktisch zu leben. Mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Mach's doch mal praktisch. Du zögerst schon viel zu lange. Vielleicht bist du ja sogar gestartet schon mal, in jungen Jahren. Hast gesagt, ich will mit diesem Jesus, ja. Und dann ist unser Segelschiff im Hafen ohne Wind stecken geblieben. Nee, das andere. Abgedakelt, Segel runter in der Bucht. Als Jünger gestartet, aber irgendwie nicht in Fahrt gekommen. Ich wünsche mir für dein Leben, dass wirklich Wind in die Segel kommt, dass da was wieder vorwärts geht. Gib mir uns nochmal den Vers. Gib uns doch nochmal den Vers. Der Wind steht für den Wind Gottes, seinen Heiligen Geist. Und der heißt autonom. Gott weht, wo er will. Und das kann regional unterschiedlich sein. Das kann da mal intensiver sein als da. Du hörst sein Rauschen. Das ist so. Wer mit Jesus lebt und von seinem Heiligen Geist erfüllt ist, hört das Rauschen des Windes. Er nimmt Gott wahr, spürt ihn, wo er unterwegs ist, nimmt es auf und spürt, wenn er kommt und merkt auch, es ist ja wie beim Wind, ne? Kennt ihr das, ne? Finger nass machen und gucken, von wo kommt er denn? Das sind Christen, die spüren das. Von dort kommt's. Da müssten wir uns jetzt damit bewegen. Und trotzdem weiß man nicht, wo man am Ende landet. Mit Jesus unterwegs sein, weiß man nicht, wo man landet. Als ich als junger Mann Christ wurde, habe ich irgendwann erkannt, welche Dimension das hat. Da kannte ich meine Frau noch nicht. Und habe dann zu Gott gesagt, es ist mir scheißegal, wo ich lande. Und wenn es am Ende der Welt ist, aber ich will bei dir sein. Ich will nah bei dir sein, egal wo es mich hintreibt. Und das ist das, was ich bis heute erlebt habe. Das ist mein Leben, irgendwie. Morgen früh um 5 geht es wieder nach Indien. Komme gerade aus Amerika. Wohin der Wind treibt, schauen wir doch mal. Ich habe mir nichts davon ausgesucht. Und so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Weil sie nehmen den Geist Gottes wahr und folgen ihm hintendrein. Dass sie möglichst nah dran sind. Weil sie möchten das spüren. Diese Nähe Gottes. Und wenn ihr das für Hause mal nacharbeiten wollt, biblisch, und sagt, ich möchte mal eine coole Bibelarbeit machen, dann spürt mal einer Person nach. Eine Person in der Bibel heißt Obed-Edom. Obed-Edom hatte die Gunst, dass Gott bei ihm zu Besuch war, in Form der Bundeslade. Die Philister haben bei Obed-Edom die Bundeslade abgeladen oder die Ochsen haben es dahin geschleift. Und so hatte er Gottes Präsenz in seinem Leben. Obed-Edom hatte Gott praktisch zu Besuch und er spürte das daran, weil einfach nur noch Gelingen auf seinem Leben war. Er konnte anpacken, was er wollte, es lief. Und dann kommt dieser König David und holt die Kiste da weg und damit Gott von ihm weg. Und Obed-Edom hat gesagt, auf keinen Fall.
und ist mit David gezogen nach Jerusalem. Und ist dann nachher, kann man das verfolgen, die Söhne von Obed-Edom wurden dann nachher die Wächter im Tempel. Die sind immer dran geblieben, weil die gesagt haben, wir wollen möglichst nah dranbleiben. Wer einmal Gottes Nähe erlebt hat, möchte dranbleiben. Der will da nicht mehr anders, kann gar nicht mehr anders. Und darum lade ich dich ein. Jesus streckt die Hand entgegen. Komm mit. Und die Nähe Gottes ist das Größte, was wir erleben können. Und das heißt Jüngerschaft. Ich bin da, wo der Geist mich hinführt. Das heißt Jüngerschaft. Ich lade dich ein, wenn deine Segel immer noch schlaff da in der Bucht hängen und du sagst, oh, ja, mal gestartet sind wir ja gut, aber was ist draus geworden? Ne? Hey komm, zieh die Segel hoch. Wechseln wir das Bild, zieh die Segel hoch, fahr wieder raus aufs Meer und lass mal wieder den Wind Gottes da reinblasen. Das ist die Geschichte von heute. Das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft, hey, ich spüre den Wind in den Segeln. Woher der Wind kommt, wohin er geht, ist doch eigentlich egal. Hauptsache er ist da. Hauptsache er ist da. Also einmal den Vers noch zum Abschluss. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist und der die Jüngerschaft praktiziert. Amen. Darf ich euch einladen?